Herzlich willkommen zum zweiten Teil dieses kleinen oder auch großen Experimentes. Mit Schaffung der Neubaustrecke Kassel-Würzburg ergab sich das Problem, dass große und lange Tunnelstrecken zu absolvieren waren und daraus die Gefahr entstanden ist, dass wenn ein Zug in einem solchen Tunnel in Brand gerät und ein Reisender aufgrund dieses Brandereignisses eine Notbremse zieht, die Rettung und die Bergung der Reisenden immens erschwert würde, auch die Gefahr für die Reisenden sich exorbitant erhöht durch die Rauchgasbildung und so weiter und so fort. Ich denke, dieses Szenario kann sich jeder selbst im Kopf ausmalen. Also war es erforderlich, auf diesen Strecken, in diesen Streckenbereichen, die Möglichkeit zu schaffen, mit einer bewussten Handlung des Triebfahrzeugführers die Notbremse abzuschalten und mit einer gewissen Grundgeschwindigkeit den Gefahrenbereich, sprich den Tunnel, zu verlassen, um im Freien dann die entsprechenden Lösch- und Bergungsarbeiten möglich zu machen. Die Strecken sind entsprechend mit Signalen ausgerüstet, an denen der Triebfahrzeugführer erkennt, wann er die Notbremse überbrücken muss und wann er weiterfahren muss. Aber, und jetzt kommt das, worauf wir uns jetzt hier konzentrieren, wie bekommt er die Meldung? Denn normalerweise erkennt er nur am Manometer der Luftleitung, dass diese entlüftet wird durch die Notbremse, weiß aber nicht im ersten Moment, durch was die entlüftet wird. Das kann eine Entgleisung sein, das kann irgendeine Zwangsbremsung sein oder ein anderes Ereignis, was auf die Hauptluftleitung eingewirkt hat. Also muss eindeutig für den Triebfahrzeugführer zu erkennen sein, hier bei diesem Druckabfall in der Hauptluftleitung handelt es sich um eine betätigte Notbremse. Der nächste Punkt war, dass Versuche ergeben haben, dass wenn man nicht in die Hauptluftleitung eingreift, der Zug selbst bei bester Reaktion des Lokführers zu viel an Geschwindigkeit verliert. Deswegen ist parallel dazu die EP-Bremse realisiert worden. Die EP-Bremse schafft es in wesentlich kürzerer Zeit, nach einem Notbremsereignis und nach Überbrücken der Notbremse die Hauptluftleitung wieder auf Regelbetriebsdruck aufzufüllen und der Zug fährt mit einer gewissen Geschwindigkeit weiter. In der Praxis sieht das etwa so aus, dass bei guter Reaktionszeit des Lokführers der Zug bei 120 abgefangen wird und aus 200 und ich gehe jetzt von dem normalen Intercity aus und mit 120 Beharrungsgeschwindigkeit weiterfahren kann. Kommt dann der Zug aus diesem Gefahrenabschnitt heraus, leitet der Lokführer eine Schnellbremsung ein und bleibt stehen. Davor informiert er sich über die Zugsprechanlage beim Zugbegleiter, Zugführer, über das Ereignis. Es kann ja auch eine Fehlmeldung sein, da gibt es genau Reglementationen in der Fahrdienstvorschrift. Da will ich jetzt aber nicht weiter darauf eingehen, das sind betriebliche Dinge, das ist hier nicht unser Thema. Gut, das also grundsätzlich diese Geschichte, warum wir eine NBÜ haben. Und daher mussten die Befehle Notbremse überbrücken, EP-Bremse bremsen und EP-Bremse lösen und vor allen Dingen dieser Lösenbefehl mit auf die UIC-Leitung. Wie das geht, haben wir jetzt im ersten Film schon gesehen, durch Umkehr der Polarität. Das heißt, Plus und Minus werden vertauscht, die Stromkreise werden verdreht und über die Dioden kann man das dann entsprechend zuordnen. Wie kommt jetzt aber, und das ist der Gegenstand dieses Films, die Information an den Lokführer, dass eine Notbremse gezogen wurde. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Jetzt waren ja alle Leitungen belegt und die Frage stand im Raum, wie kriege ich jetzt noch diese Information, Notbremse gezogen,
über die UIC-Leitung zum Lokführer. Und da haben sich die Kollegen in Minden beim damaligen BZA richtig was einfallen lassen. Die arbeiten nämlich hier mit einem 1 kHz Sinus-Wechselspannungssignal, das von der Lokomotive in die Ader 10 eingespeist wird und auf der Ader 9 zurückkommt zur Lok, wenn ein Notbremsgriff betätigt wurde. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich speise hier mit einem Frequenzgenerator analog zur Lokomotive oder zum Steuerwagen, das kommt immer noch an, was das führende Fahrzeug ist, ein 1 kHz Signal ein. Hier nehme ich das 1 kHz Signal zum Messen und Zeigen ab und hier unten drunter in einer kleinen Elektronikschaltung wird das ausgewertet und steuert diesen Leuchtmelder an. Das ist aber nicht alles, was auf der Lokomotive kommt, sondern es kommt auch noch ein akustisches Signal. Es ist also doppelt vorhanden, um absolut sicher zu gehen. Also es kommt ein Leuchtmelder und es kommt ein akustisches Signal auf der Lok. So, wir sind im normalen Betrieb. Wir können Türen zusetzen, wir können Licht einschalten. Der Lokführer kann mit seinem Führerbremsventil die Bremse anlegen, die Bremse lösen. Diese Befehle sind alle schaltbar. Und jetzt kommt der Punkt. Ein Reisender zieht die Notbremse und das ist mit diesem Schalter hier realisiert. Ich schalte jetzt diesen Schalter ein und das gibt jetzt den Stromkreis des 1 kHz Signals über die Ader 10, den Koppelkondensator, den Schalter, zurück über diesen Koppelkondensator in den Ausgang und in die Auswertung. So, ich ziehe also jetzt die Notbremse. Zack. Und wir sehen, dass ein 1 kHz Signal gelangt an die Auswerteschaltung. Die Meldung kommt an den Lokführer. Der Lokführer erkennt anhand der Kilometrierungstafel an der Strecke, die hat nämlich da, wo er überbrücken muss, oben und unten einen orangen Balken, dass er überbrücken muss. Er setzt kurz mit dem Führerbremsventil und der Füllstoßfunktion den Befehl Notbremse überbrücken. Wir sehen, was passiert. Das Signal wird nicht beeinflusst dadurch. NBÜ wird gesetzt und jetzt kommt was Wichtiges. Im Wagen wird jetzt über die Spannung der Wagenbatterie ein Relais in Selbsthaltung gelegt. Und die Notbremse dieses Wagens wird mit einem Magnetventil abgesperrt und gleichzeitig setzt die Lok den Befehl Bremse lösen. Seht ihr das jetzt? Ich mache das jetzt alles hier von Hand. Das macht normalerweise die Steuerung der Lokomotive. Und das bedeutet, und jetzt kommt die Funktion der EP-Bremse ins Spiel, an jedem Wagen einzeln sitzt eine sogenannte EPZ6-Einheit. Diese EPZ6-Einheit füllt die Hauptluftleitung an jedem Wagen parallel gleichzeitig auf aus der Hauptluftbehälterleitung und somit wird die Hauptluftleitung nicht von vorne vom Triebfahrzeug gefüllt, sondern an jedem Wagen des Zuges parallel aus der Hauptluftbehälterleitung und der Hauptluftleitungsdruck steigt rasant an. Erkennt die Lokomotive mit einem Druckwächter, dass der Regelbetriebsdruck von 5 bar erreicht ist, stellt das Führerbremsventil der Lok automatisch den Befehl lösen ein. Und so schaffen wir es, den Zug quasi abzufangen und aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Das ist der Sinn dieser Geschichte. Jetzt das Ganze nochmal auf dem Oszilloskop, damit ihr auch seht, dass es ein 1 kHz Wechselspannungssignal ist, was da verarbeitet wird. Und dann haben wir das soweit schon erklärt. Jetzt mal in der Ansicht mit Oszilloskop. Ihr seht, was das Oszilloskop jetzt gerade macht. Das sind Induktionsspannungen vom Arbeitstisch, weil die Leitungen darunter nicht abgeschirmt sind. Das spielt aber keine Rolle. Der Generator erzeugt hier 1 kHz. Die werden hier eingespeist. Hier messe ich sie raus. Hier ist der Leuchtmelder der Auswerteschaltung. Und hier ist der Schalter, der quasi eine gezogene Notbremse simuliert.
Ich löse die Notbremse aus. Und ihr seht, da ist das 1 kHz-Signal sauber mit glatter Amplitude. Und hier leuchtet der Leuchtmelder auf. Wie geht das Ganze? Das Ganze funktioniert, weil wir die Leitung 9 und 10 benutzen. Mit diesen Koppelkondensatoren den Gleichspannungsanteil entsprechend abkoppeln und eine galvanische Trennung haben in dem System. Das heißt, es liegen nicht beide Pole auf demselben Potential, die sind getrennt voneinander und daher lässt sich noch dieses 1 kHz Signal zusätzlich über 9 und 10 übertragen und damit eine sichere Meldung Notbremse betätigt zur Lokomotive durchschalten. Und jetzt kommt der Clou an der Geschichte. Das Ganze ist sogar noch zu toppen. Bei Zeitenmultiplexer Wendezugsteuerung liegt auf der Leitung 10 und 11, also auf ADAT 10 und 11, noch das ZVS und FMZ-Signal. Das sind diese beiden Buchsen hier. Und wie das geht, schauen wir uns dann in dem letzten Abschnitt an. Ich hoffe, das war soweit verständlich. Das ist ein Haufen Tobak, ich weiß. Ich werde das Ganze dann auch noch mal in einem Schaltbild zeigen, damit das Ganze dann etwas plausibler wird. Gut, dann sind wir jetzt soweit durch. NBÜ, die Notbremse wird vom Zugbegleiter jetzt zurückgestellt. Mit Vierkant, Signal ist weg, das 1 kHz Signal. Übrigens wird bei der Bremsprobe, um das System zu testen, mit einem Taster im Schaltschrank dieses Signal simuliert. Und der Lokführer muss bestätigen per Zugtelefon, dass diese Meldung ankommt, das akustische und das optische Signal. So wird das bei der Bremsprobe geprüft. Und mit welchem Wagen prüft man das? Natürlich mit dem letzten im Zugverband, ganz klar. Und dann sieht man, ob das ganze System ineinander funktioniert. So, jetzt haben wir sehr viel Arbeit gemacht. Ist kurz nach 8 abends. Und jetzt soll es mal für heute gut sein. Schönen Sonntagabend noch. Bis dahin. Tschüss.